Glauben Sie, dass alle Menschen in den Himmel kommen? Also ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Hallo zusammen, willkommen bei Frag den Weihbischof Teil 2. Mein Name ist Fran. Und ich bin Johannes und wir sind Schüler vom St. Thomas-Gymnasium aus Wettenhausen und finden es schön, dass wir Ihnen heute wieder unsere Fragen stellen dürfen. Heute haben wir uns mit Ihnen getroffen, über ein ernsteres Thema zu reden, nämlich über den Tod. Unsere erste und direkt eine etwas ernstere Frage wäre, haben Sie persönlich Angst vor dem Tod? Also Angst ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, aber ich mache mir natürlich Gedanken über den Tod. Vor allem berufsmäßig komme ich immer wieder in Berührung damit. Allein schon von daher, ich denke nach darüber, wie ist es, wenn ich einmal sterben muss? Was kommt nach dem Tod? Wo geht's hin? Und vor allem bete ich darum, dass der Tod nicht plötzlich kommt. Ich möchte vorbereitet sein. Ich möchte nicht unerwartet in den Tod gehen. Ich möchte nicht, dass mich der Tod einfach so holt. Und ich bin ja überzeugt, dass mich nicht der Tod holt, sondern dass mich Gott holt. Und der holt mich zu sich. Und da, wo er ist, da ist es gut. Also von daher ist die Sorge, die freilich auch bei mir da ist, was kommt nach dem Tod, schon wesentlich dezimiert, weil ich die Hoffnung habe und den Glauben habe, wir können nicht tiefer fallen als in die Arme Gottes. Warum lebt man denn, wenn man ohnehin stirbt am Ende? Ich glaube nicht, dass wir leben, um zu sterben. Aber das hast du mit deiner Frage nicht gemeint. Ich bin überzeugt, dass das Leben nicht im Grab endet, dass das nicht unsere Berufung ist. Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern Gott hat das letzte Wort. Gott will nicht, dass wir sterben, dass wir leiden. Er hat uns ins Paradies gestellt ursprünglich. Also so steht es auf den ersten Seiten der Bibel. Er möchte, dass wir mit ihm leben, dass wir in die Freundschaft mit ihm kommen. Und mit ihm leben heißt Leben in Fülle, das heißt auch ewig leben. Aber jetzt kam da bekanntlich eine Störung rein. Wir sprechen vom Sündenfall, das ist das, was die Heilige Schrift auf den ersten Seiten erzählt, das mit Adam und Eva, mit diesem Aufbegehren des Menschen, mit der Sünde, mit dem Rauswurf aus dem Paradies. Das heißt, der Tod ist die Folge der Sünde. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Gott uns nicht im Grab haben will, sondern bei sich. Das ist unsere Hoffnung. Und der Sinn des Lebens besteht ja darin, Gott kennenzulernen, Gott lieben zu lernen, eine Freundschaft mit ihm einzugehen und rauszufinden, was ist eigentlich sein Wille? Wie geht das, ein sinnvolles Leben zu führen, Gutes zu tun, für andere Menschen da zu sein? Und ich glaube, dass das uns zutiefst erfüllt, wenn wir ein Leben führen mit Nächstenliebe, mit Solidarität, mit Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit. Und Ziel unseres Lebens ist es, den Himmel zu erreichen, das heißt Gott zu erreichen. Also wir sind nicht gekommen, um zu sterben, sondern um in den Himmel zu kommen. Also sagen Sie, es gibt quasi im Himmel noch ein Nachleben? Ja, nicht nur irgendein Nachleben, so ein Nachspann oder so, sondern da kommt das eigentliche Leben, das Leben in Fülle. Also ist das hier nur eine Vorstufe quasi für Sie? Genau, eine sehr sinnvolle, eine ganz wichtige. Also dieses Leben ist nicht unbedeutend, aber das Leben in Fülle, das steht noch aus. Die größte Zukunft steht noch bevor. Warum denken Sie, beendet Gott nicht früher das Leiden von zum Beispiel Todkranken, die ewig lange mit Schmerzen im Sterben liegen? Die meisten Menschen sind froh, wenn sie nicht leiden müssen. Ich gehöre auch dazu. Aber Leiden hat nicht nur diese negative Seite. Und Christen sollen sich von niemandem übertreffen lassen, wenn es darum geht, Leid zu vermeiden oder Leid zu mindern. Wir tun alles. Wir unterstützen Kranke, wir bauen Krankenhäuser, wir trösten Trauernde. Wir versuchen, die Armut zu lindern mit vielen Initiativen. Aber es ist nun mal da, dieses Leid. Wir können es nicht einfach aus der Welt schaffen. Und Christen sehen im Leid auch einen Sinn. Also zum Beispiel den, dass man, wenn man Leiderfahrungen macht und wenn man durchkommt durch so eine Leitsituation, dass man vielleicht danach auch reifer ist und vielleicht ganz wichtige Entscheidungen trifft, die man ohne diese Leiderfahrung vielleicht gar nicht so getroffen hätte. Und Gott selbst macht es vor. In Jesus ist er dem Leid nicht aus dem Weg gegangen, ganz im Gegenteil. Er hat sich dem Kreuz, seiner Passion, dem Kreuzweg gestellt und am tiefsten Punkt seiner Erniedrigung, seiner Ohnmacht, im Tod am Kreuz, da trägt er eigentlich den größten Sieg für uns alle davon, nämlich unsere Erlösung, die Überwindung des Todes. Er hat die Sünden der Welt hinweggenommen durch seinen Kreuzestod und die Macht des Bösen besiegt. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der soll auch bereit sein, die Kreuze, die sich ihm im Leben stellen, bereitwillig aufzunehmen. Und einer hat einmal gesagt,
Wenn du dein Kreuz trägst und annimmst, dann trägt es sogar dich. Das kann man allerdings nur so erleben, wenn man Leiden versucht, auch christlich zu tragen und anzunehmen. Würden Sie also sagen, dass das Sprichwort jeder trägt ein Kreuz in seinem Leben zutrifft? Ja, da bin ich überzeugt. Ich glaube, dass kein Mensch drumherum kommt, so manche Leiderfahrungen machen zu müssen. Ob das jetzt Krankheit ist, ob das Enttäuschungen ist, Beziehungsprobleme, wie auch immer. Jetzt eine persönliche Frage. Was ist Ihre schlimmste Erfahrung mit dem Tod? Ja, immer dann, wenn Kinder, wenn Jugendliche aufgrund von Krankheit oder Unfällen sterben, ist das schon etwas, was mir sehr, sehr nahe geht. Der Tod meines eigenen Vaters vor vielen Jahrzehnten, ich war damals 18, das ging mir schon sehr nahe. Es war vorbereitet, er war schwer krank. Es war natürlich eine Erlösung von seiner Krankheit, aber er war halt dann auch nicht mehr da. Der Tod macht was mit einem, es geht nicht spurlos an einem vorüber. Aber umgekehrt weiß ich auch, dass der Glaube, und ich war damals schon stark im Glauben drin gestanden, mir ein großer Trost war, mir geholfen hat, auch meiner ganzen Familie. Und es war schon ein Rückhalt zu spüren, ein Rückhalt von gläubigen Menschen, ein Rückhalt im Glauben, der mich getragen hat und meine Familie auch. Was passiert nach dem Tod? Also ich bin überzeugt, dass uns nicht der Tod holt, sondern Gott holt. Und dass Gott uns nicht im Grab haben möchte, im Tod belassen möchte, sondern dass er uns in diese Welt gesetzt hat, um uns ein Leben in Aussicht zu stellen, das nicht mehr aufhört, das wunderschön ist, wo es keine Trauer mehr gibt, kein Leid, keine Kriege, keine Enttäuschungen, sondern einfach Glück und Freude pur. Das hört sich ein bisschen so auf Wolke 7 an, ein bisschen abgehoben, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das stimmt. Sonst wäre ich heute nicht hier und würde euch hier Fragen beantworten aus meinem Glauben heraus. Das ist nämlich der Kern des Glaubens, dass wir an ein Leben nach dem Tod glauben, bei Gott im Himmel, ein volles Leben in Fülle, wo wir nichts mehr brauchen, wo alles in Erfüllung geht. Unsere ganze Sehnsucht, unsere Wünsche, da stellt uns Gott in Aussicht. Und das ist meine feste Überzeugung, dass das kommt. Glauben Sie, dass alle Menschen in den Himmel kommen? Also ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Und Gott sei Dank muss ich das auch nicht entscheiden. Das lasse ich meinem lieben Gott über. Was natürlich gesagt wird in der Heiligen Schrift, und da bin ich auch überzeugt, dass das stimmt und dass das kommt, dass wir einmal vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen müssen für das, was wir gelebt haben, was wir getan haben oder auch unterlassen haben. Ich denke da an die Bibelstelle Matthäus 25, wo es um diese Werke der Barmherzigkeit geht. Ihr kennt ja die Stelle, wo es heißt, wo Jesus sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben und so weiter. Und dann zählt er auf, ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben und nichts zu trinken gegeben und so weiter. Und ich denke mir, die Unterlassungssünden sind auch eine Realität. Was hätte ich vieles Gutes tun können, habe es aber nicht getan. Gell? Also ich stelle mir diese Frage abends, wenn ich schlafen gehe und mein Abendgebet verrichte, schon, was war jetzt heute untertags? Was ist an Gutem gewesen? Wo möchte ich danken? Und wo habe ich auch Dinge versäumt? Und wo habe ich auch böse gehandelt? Also diese Fragen werden mir gestellt, aber ich vertraue darauf, dass Gott barmherzig ist, dass er gütig ist und dass er alles dran setzt, dass ich in den Himmel komme. Und ich hoffe, dass das bei den anderen auch so ist. Also von daher weiß ich nicht, ob alle in den Himmel kommen, aber die Kirche hat von den Heiligen behauptet, dass sie im Himmel sind. Aber hat noch nie von jemandem behauptet, dass er in der Hölle ist, Gott sei Dank. Haben Sie da noch irgendwelche Fragen an uns? Meine Fragen an euch wären auch so, was stellt ihr euch vor, was nach dem Tod kommt? Ja, also ich habe da keine konkrete Vorstellung, weil es ist noch niemand von oben zurückgekommen und hat berichtet, wie es ist. Das stimmt. Aber ich glaube, ich lasse mich einfach überraschen. Ich würde sagen, ich bin auch ganz Franz seiner Meinung. Ich weiß nicht, was kommt. Ich gucke, blöd gesagt, einfach mal, was kommt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, was da ist. Weil wenn Sie jetzt sagen, der Himmel ist das Paradies, dann würde ich jetzt erstmal bei Paradies direkt denken, Insel, Palmen, Strand. Aber ob es dann wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich würde mich wirklich auch, so blöd es auch klingt, auch einfach überraschen lassen. Ja, Herr Weihbischof, danke, dass Sie sich auch für dieses Thema Zeit genommen haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert uns gerne und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.